Für das kommende Jahr gibt es natürlich auch Reifenneuheiten. Deswegen sind wir jetzt hier bei Pirelli und Martin wird uns jetzt die Neuheiten vorstellen. Ja, also wir haben einiges an Neuheiten hier bei der Eurobike 2023 im Gepäck bzw. am Stand. Wir stehen hier gerade im Mountainbike-Bereich. Ja. Die Highlights sind hier bei uns ganz klar, zum Beispiel die neuen Ablieger vom Scorpion Race, den es einmal als Downhill-Version gibt und einmal als Enduro-Version. Natürlich in allen gängigen Dimensionen, jetzt schon am Markt. Wir haben hier zum Beispiel auf der Eurobike die Version M für Medium Terrain ausgestellt, T für Traction heißt es bei uns bei Pirelli, das heißt für das Hinterrad, ja, um maximale Traktion aufbauen zu können, während die vorderen Designs, also als M oder als S für soften Untergrund gekennzeichnet, doch eher von der Profilierung anders sind, ja, einfach für Spurstabilität, Kurvenstabilität sorgen. Das sind bei uns die Highlights im Mountainbike-Bereich. Ansonsten haben wir hier natürlich auch im Gepäck unsere bestehende Range, schon Cross-Country, Trail und den normalen Enduro, den es auch als E-Mountainbike-Variante mit einer verstärkten Karkasse gibt. Ja, und hier sind wir jetzt im Bereich Gravel. Auch hier haben wir jede Menge Neuigkeiten bei uns am Stand. Wir fangen an auf dieser Seite beim Gravel RC X. Das ist, was die Profilierung und die Mischung angeht, der identische Reifen wie der bereits bestehende RC, also für Racing, ja, hat aber eine stärkere bzw. verdoppelte Karkasse. Das heißt, ist einfach nochmal sehr pannensicher, ist ein sehr robuster Reifen fürs wirklich, sag ich mal so, für die grobe Anwendung im Bereich Racing. Dann haben wir hier im mittleren Bereich des Displays haben wir unsere bekannten Cinturato Gravel als H, M und S. Ja, sind eigentlich sehr, sehr leicht zu erkennen und zu differenzieren an der Profilierung. Also H hat immer einen sehr enges Profil, ein sehr flaches Profil für hohen Laufkomfort auf hartem Untergrund, während, wenn man jetzt gleich zu S geht, ein sehr weit geöffnetes, hohes Profil, ja, für soften Untergrund, für maximale Traktion. Wenn wir schon jetzt hier rüber gehen, ein weiteres Highlight, was wir haben, sind unsere beiden News, der Cinturato Allroad und Adventure. Ganz neu im Programm jetzt bei uns, auch im Markt erhältlich. Einmal der Allroad, ja, sieht man auch hier mit einer sehr, sag ich mal so, asphaltfreundlichen Profilierung, mit einem asphaltfreundlichen Layout. Auch hier steht der Laufkomfort, die Laufruhe im Vordergrund, ja, auf festem Terrain. Während man hier zum Beispiel mit dem Adventure einfach sieht, mit dem kann man auch mal in Richtung Gravel gehen, also gröberer Schotter. Aber es sind generell beides Produkte, sag ich mal so, one size fits all. Ja, kann man getrost auf jedem Fahrrad fahren, ohne sich groß Gedanken drüber zu machen. Sind bei uns so das Einstiegslevel in den Bereich Gravel. Ja, und hier sind wir im Bereich Rennrad. Ja. Hier sehen wir alle News oder beziehungsweise auch aktuellen Produkte, die wir im Bereich Rennrad mit auf der Messe und im Markt haben. Ja. Fangen wir wieder auf der gegenüberliegenden Seite an. Ja. Sind wir immer sehr racing-orientiert. Also es gibt den P-Zero Race TT, ja. Ein Time-Trial-Reifen, sehr leicht im Aufbau, im Gewicht, fürs schnelle, klar, Fahren, wenig Masse, wenig rotierende Massen, also sehr leichtfüßiger Reifen auch. Wo wir als Pirelli sehr stolz sind, sind die Reifen aus unserer eigenen Produktion, jetzt in Bollate in Mailand, aus der Pirelli-Fabrik, wo wir den P-Zero Race TLA und den Race 4S produzieren. Beide Reifen schon länger im Markt, jetzt auch als TLR-Variante erhältlich und sowieso im Bereich auch vom TLR entweder als Black oder als Classic-Version. Ja? Wenn man jetzt hier weiter auf meine Seite rüber geht, dann gehen wir eher in den Bereich Alltagsanwendung, ja, wo wir hier drüben noch sehr bei Performance-Orientierung waren. Alles P-Zero Race. Hier gehen wir jetzt rüber zum Beispiel P-Zero Road, ja, hört man schon, ist etwas alltäglicher, weniger, sage ich mal so, auf den Rennsport konzentriert. Das heißt, etwas stabilere Karkassen, deutlich robuster, auch was die Gummierung angeht. Und ein Highlight, was ganz neu ist dieses Jahr, was kommt, ist der Cinturato Road. Man kann es hier schon lesen, All-Road Protection oder All-Round Protection. Ist gedacht eigentlich so für Anwender, für Fahrer, die, sag ich mal so, mit ihrem Rennrad, mit ihren Sportfahrrädern zum Beispiel viel commuten, pendeln, ja, im täglichen Gebrauch, in der täglichen Anwendung, also sehr pannensicher, stabile Karkasse, hohe Gummischicht,
eine Mischung, sage ich mal so, die auch bei kühlen Temperaturen sehr schnell anfängt zu arbeiten, sich mit dem Asphalt zu verzahnen, also auch einen hohen Grip generiert bei allen Bedingungen. Und ja, wie gesagt, ganz neu hier auf der Eurobike, nennt sich Cinturato Road und sicherlich eine Alternative oder ein Versuch wert für diejenigen, wie gesagt, die einen relativ unkomplizierten, sportlichen Reifen suchen, ja, mit dem sie nicht viel Theater haben und der in allen Bereichen eigentlich gut funktioniert. Hier sind wir jetzt im Bereich Urban, also wir nennen das den Bereich Urban, ja, weil hauptsächlich natürlich für den urbanen, städtischen Gebrauch gedacht, diese Art von Reifen. Wir nennen das Angel GT, DT und XT, also es gibt drei Varianten vom Angel-Reifen. GT Gran Turismo ist so der sportlichste Reifen darunter. DT Downtown, ein All-Season-Reifen, sieht man auch schon ein bisschen an der leicht robusteren Profilierung. Und dann XT Cross-Terrain, quasi auch für diejenigen, die mal ein bisschen abseits auf Schotterwegen oder sowas unterwegs sind. Für die klassischen E-Bikes in allen erdenklichen, nötigen Dimensionen natürlich verfügbar. Wichtig zu sagen, alle diese Reifen haben die sogenannte den Hyper Belt. Ja, das ist eine 5 mm Schutzschicht direkt auf der Lauffläche. Das heißt, vor Schäden durch Einstiche und so weiter ist eigentlich das sehr, sehr gut geschützt, alle diese Produkte. Ja. Das heißt also, eine sehr hohe Pannensicherheit bieten alle diese Reifen. Okay, ja, last but not least sind wir hier bei unseren Accessories gelandet. Accessories, wie gesagt, haben wir unsere Dichtmilch, unsere klassischen Buteel, Road und Sport Tubes. Ich möchte aber ein bisschen näher drauf eingehen oder euch was anderes ans Herz legen oder ein bisschen den Fokus drauf richten, das sind die sogenannten Smart Tubes. Die wiegen ungefähr nur ein Drittel von dem, was ein normaler Buteel Tube wiegt. Auch das Packmaß ist deutlich kleiner. Die gibt es für die Bereiche Road, also Rennrad, Gravel und Mountainbike, ja, und haben wirklich, wirklich den Vorteil, leicht und klein im Packmaß zu sein. Also merkst du in keiner Trikottasche, merkst du nicht im Rucksack drinnen, hat aber die gleiche Robustheit wie ein normaler Buteel Tube und ist wirklich, was sehr, sehr praktikabel anzuwenden ist. Gibt es hier auch mit verschiedenen Ventilhöhen, ja, egal ob 60 oder sogar auch 80 mm für zum Beispiel die modernen Aero-Felgen. Ja. Also haben wir alles im Portfolio, ist im Handel erhältlich und ist wirklich was, was eigentlich sehr, sehr gut und praktikabel und schön anzuwenden ist. Wir sind jetzt bei der Cell Royale Group und zwar geht es heute um ein ganz besonderes Thema, was eigentlich für alle interessant ist, und zwar um Nachhaltigkeit und natürlich auch um Sättel, weil das ist natürlich ein sehr entscheidender Kontaktpunkt beim Fahrradfahren. Darüber habe ich ja schon vorher mal referiert. Ich habe hier neben mir Roberto und Pedro. Die werden sich kurz vorstellen auf Englisch und werden dann uns noch zu ihrem Projekt was Genaues sagen. So, welcome here. I'm Roberto Bucci, the brand director of Cell Royale. Hello, I'm Pietro Tomasella and I'm the OEM business director of Cell Royale Group. Thanks for being here with us today and we are very proud to show you our commitment to this born again message, because Cell Royale Group has found a new innovative and patented technology that can help us on reuse the Cell Royale scraps that we have in production. And so we are very, very focused on sustainability topic. We are part of a Shift Cycling commitment. And so here at Eurobike, we strongly want to pass this message and this new innovative technology that we will soon launch. I don't know if Roberto wants to add something. I think that it's very important because it's the first time that after years of research, we finally found a way to recycle our scrap that is coming from, of course, the polymerization with three different components of material. And that was the innovative to be able to have a circularity inside our production to reuse this into the ejection of the foam. And later on, I will show you a little bit about that.
Und jetzt von der Nachhaltigkeit kommen wir zu den Neuheiten. Und zwar wurde gerade heute der Sattel das erste Mal gezeigt. Und zwar ist es einer der ersten beheizbaren Sattel. Und Roberto und Pedro werden uns jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, yeah, thank you. So, after the sustainability topic, we want to go more in detail on a new innovative product that we presented this morning at Eurobike. So, our first heating vacuum saddle. It was a very nice project that we did in cooperation with a German partner. And we are very, very proud of it because it took a lot of time in order to be innovative. It took a lot of time, but we are very proud today because, as I said, it's the first heating vacuum saddle directly connected to the Bosch engine. And I would like that Roberto will add something technical because it's very important. Thanks. So mainly, first point is the fact that, of course, Celle Royal want to support cyclists, and this means give the best comfort for everybody riding in different climatic condition. And this is the reason why we think that the heating, especially for Nordic countries, not only for the heating your body, but the point to make the material very soft also during winter and when there are tough temperatures outside. So it takes a long time for our R&D department with the partner one to develop a system that is fully integrated with Bosch system nowadays available. With just one press, the consumer can open and turn on the saddle that in around 30 seconds heated up to 37 degrees. On the surface that guarantees the perceived comfort of the temperature, and then you have one beep and the light on when it's on the saddle. You can turn off just turning off the bicycle, or again just pushing for long term. You have three beep and the saddle turn on. So thanks a lot for being here, and for any other question we are at disposal. Thank you very much. That was very interesting and something new to try out. Now we just went inside like a little small room where all the magic happens. Roberto is gonna explain to us how it actually works to recycle a saddle and what parts and material, how it comes back to become a new saddle. Exactly. So as we said before, we patented technology permit us to use our internal scrap that are driven by the fact that we are a company that are making polymerization inside. So three different material, because we have the base that mainly is made with PA or PP material, then we have the polyurethane foam and the cover, all welded together in one unique process. So it's actually, let's say, normal that we have a certain type of scrap that we don't want to send to the consumer because it's avoiding, let's say, to have the right quality for Celle Royal. And finally, we find the process that we can reuse our internal waste and create a particular type of foam injected directly in the foam of the new saddle. This process can be made at an infinitive level. Today is a circularity inside our production, but this can also open the possibility for the future to be circular also in the end of the usage of the product. So the consumer to send back the saddle and recycle it and remake the circle. So it's of course a process. This is just a first step, and for sure you will see more and more in the future a step in this direction for all the Celle Royal group. Okay, that is very interesting. That means not only the saddles are basically from your production, which are not usable, it's also like in future that more material will come back and will be reused. So the technology is there, exactly. It's just a process which needs to get running. Yeah. So send in your saddles, can we say that? Yeah. All right, thank you very much for the insights. It's very interesting, and the world will be better. Thanks a lot, and have a great show. Thank you.